So, ich sitze hier vor dem letzten Cadillac des King of Rock'n'Roll, Elvis Presley, und heute ist der 16. August, kein geringer als der Sterbetag des großen Musikers, und noch immer werden frische Rosen zu seinem Gedenken in Dankbarkeit hier niedergelegt. In diesem Fall von Fans, die hier auf den Ritten zur Ausstellung von Elvis Presley direkt aus Memphis gekommen sind und hier Originalexponate bewundern. Ich habe das Vergnügen, hier Songs aus den 50ern und 60ern und auch zum Teil 70ern von diesem genialen Musiker live hier singen zu dürfen, und freue mich jedes Mal, dieses Repertoire zu bedienen, denn es ist einfach ganz, ganz starke Musik, die nicht nur in die Beine geht. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo, wir befinden uns hier in Oberbozen am Ritten mit der Elvis-Ausstellung, die aus Memphis, Tennessee kommt. Das ist eine Wanderausstellung, die seit 16 Jahren durch Europa turniert. Und wir sind eigentlich sehr glücklich und zufrieden mit der Besucherzahl. Wir sind noch bis 1. September hier im Vereinshaus in Oberbozen, und ungefähr 25.000 bis 30.000 Besucher werden diese Ausstellung besuchen. Die Besucher sehen 80 Originale von Elvis, darunter seinen letzten Privat-Cadillac, den er von 1974 bis 1977 persönlich gefahren hat. Dazu gibt es natürlich Konzertkleider, Gitarren und Schmuck von Elvis zu sehen und auch seine Konzerte auf Großleinwand. Wir freuen uns natürlich, wenn Sie die Ausstellung hier am Ritten besuchen. Und das ist ein Muss eigentlich nicht nur für Elvis-Fans, sondern eigentlich auch sicherlich interessant, auch um einmal das Mythos und den Sänger Elvis besser kennenzulernen. Satisfaction in me. A little more fire, a little less fire, a little less fire.
Rocken.